Was geht ab, meine OZ-Fighter? Oh, Saru hier, mein Sohnemann, ist erschienen in Dragon Ball Legends als LF aus der Szene gegen Mecha Freezer. Ich begrüße euch recht herzlich zum Video. Wir geben dem kleinen Zergl einen Versuch, Freunde, und es bleibt wirklich auch nur bei einem Versuch. Und dann sehen wir uns auf einmal 5 Minuten und dann... Was schön mit dem Versuch und ich habe sofort eingeteilt. Keine Ahnung, lasst euch überraschen. Lasst ihr mich im Endeffekt erstmal wissen, ob ihr für ihn gepult habt. Falls ihr ihn gepult habt, wie ihn findet. LF Trunks ist... Ist in Ordnung, ist cool, ist ein cooler Charakter. Ist jetzt nicht so, dass er schlecht ist, sondern nee, ist ein guter Charakter, definitiv. Aber man kann auf jeden Fall für ihn aktuell skippen. Wir haben ja aus dem Reveal-Endsaft mitbekommen, dass die Filmcharaktere in Bearbeitung sind. Ich hoffe, beziehungsweise sage ich, die müssen, spätestens müssen die zum Lens Festival kommen. Das aber Ende des Jahres. Ob so oder so, worauf ich hinaus will, ist, ihr müsst nicht sammeln, definitiv nicht. Also ihr könnt Trunks auf jeden Fall skippen, weiterhin sparen für Lens Festival Ende des Jahres, spätestens beispielsweise. Falls ihr für Trunks sammeln wollt, wünsche ich euch Glück. Man kann Super Saiyan Setup spielen, Hybrid Setup, Vegeta Fam als auch Zukunft. Mein Interesse hatte in dem Vegeta Fam Setup, vor allem nach dem Zenkai Majin Vegeta, der ist auch in den Bannern. Mir fehlen da noch ein paar Dupes, dass bis auf 7 Sterne Rot kommt. Falls ihr den Boy hier ziehen, da fehlt nur noch ein Dupe, dann ist er auf 7 Sterne Rot, das würde mich freuen. Plus, mir vorhin eingefallen, Zenkai Majin bräuchte für eine Zenkai-Fähigkeit einen Trunks. Es geht auch ohne, aber ey, wir haben einen neuen Trunks. Und warum nicht da ein Setup zu probieren mit dem kleinen Amigo und seinem Vater? Wäre ich definitiv dabei. Achso, warte mal. Baller mal ganz kurz hier das rein für euch. Und wir gucken. Ja, es ist leider nur ein Charakter erschienen, ne? Ich habe mit dem Chat gesprochen, so finde ich ein bisschen... Lenz soll mal sich, weiß nicht... Die soll mal so Grundbausteine legen und sagen oder sich vereinbaren. Ey, weißt du was? Pro Banner auf jeden Fall. Oder pro LF-Banner. Ein neuer LF, ein Nebencharakter Sparking oder ein neuer LF, ein Extreme. Die sollen mal irgendwie sich einigen. Weil einfach nur Trunks. Ich hab's gerade gesagt, letztes Jahr kam Evo mit EXG, denn ein Jahr davor zu dem Zeitraum kam Majin mit Sparking Set und ich glaube vielleicht nochmal ein EX-Charakteren. Also es wird immer weniger gefühlt so. Achso, das war der erste Multi. Ja, achso, der erste Multi ist, der erste Multi. Drei Charaktere für 300 CC. Einmalig. Den würde ich sagen, haut den raus. Wenn ihr Trunks zieht, geil. Es sind einfach nur 300 CC, Leute. Einmalig. Ist ein einmaliger Pull. Haut den raus, komm. Ich wünsche euch dabei viel Glück. Ihr habt meinen Segen. Ihr habt meinen Segen. Nehmen Sie es an. Für den ersten Multi. Ich gebe Hoffnung. Ich gebe Hoffnung, Martin, auf 6 Sterne im ersten Durchlauf. 6 Sterne wäre geil. 6 Sterne bekommt auch die Vegeta-Fam-Sieg-Fähigkeit, richtig? Ich meine, ich könnte auf den Leader-Sword setzen, aber ich würde da die Sieg-Fähigkeit schon annehmen. In dem Vegeta-Fam-Setup, dann kann ich nämlich einen anderen Char auf den Leader-Sword setzen. Zum Beispiel Super Vegito. Spiele ich gerne in meinem Vegeta-Family-Setup. Falls ihr das letzte Video dazu nicht gesehen habt, schaut es gerne an mit Majin Vegeta. Moin Jungs, was geht ab? Wie geht's euch? Trunks mit der Trunks-Animation ziehen, das wäre geil, definitiv. V-Jump-Leaks habe ich gesehen, aber bitte nicht spoilern, auch reinschauen. Achso, V-Jump ist Dokkan, ja. Manga, nicht spoilern, bitte, dankeschön. Dokkan habe ich gesehen, ja. Nach dem Jubiläum habe ich hier Legends gejobbt, vielleicht fange ich später mal wieder an, aber das hat mich echt unmotiviert und es gab irgendwie nicht dieses Hype-Gefühl. Es war halt einfach nur noch lamer Content. Kann ich verstehen, kann ich auf jeden Fall verstehen, kann ich nachvollziehen. Ich habe nach dem Jubiläum auch eine Pause gebraucht, weil mir das tatsächlich ein bisschen... langweilig wurde, wie soll ich sagen? Broly? Oh, Dreams. Langweilig, bisschen öde, kann ich verstehen. Ja, Zenkai Majin hat mich auf jeden Fall gefreut. Ich habe es nicht komplett gejobbt, Lens. Das nicht, Leute, da braucht ihr keine Angst haben, sei es Dokkan oder Lens. Aber wenn ich es mal weniger spiele oder halt weniger Videos kommen, dann deswegen, weil ich es halt auch weniger spiele. Und ich finde, das gehört aber dazu, das ist einfach nur gesund auch. Ja! Ihr wisst, zum Lens Fest habe ich den Charakter absurd gefeiert. Geil. Der ist jetzt auf 7 Sterne Rot. Der hat eine geile Siegfähigkeit, nämlich auf 7 Sterne Rot. Hammer. Sehr schöner Pull, sehr schöner Pull. Ja, ich finde, dass es auch gesund ist, dass man mal von solchen Spielen oder an sich von so Gewohnheiten mal eine Pause nimmt, sage ich mal. Genau, es gehört dazu. Ja, 7 Sterne Rot, das ist richtig geil. Der falsche Zauber, nee. Für mich auf jeden Fall der richtige. Feier ich. Mal guck mal jetzt die Siegfähigkeit an. Schlag an Fanverteidigung von Vegeta Clan, Zukunft oder Hybrids 35% plus Chars, die zeitgleich Vegeta Clan und Zukunft sind 18%. Ein sehr, sehr schöner, sehr schöne Siegfähigkeit. Perfekt, das hat mich sehr gefreut, den auf 7 Sterne Rot gepult zu haben, tatsächlich.
Ja, ich hatte echt Glück mit dem. Ich bin, als er im Lens Festival kam, als er im Lens Festival, also er war der Hauptcharakter im Lens Festival, und ich bin eher in sein Banner gegangen, aber wegen Evo, weil ich Evo auf 7 Sterne rot haben wollte. und da habe ich aber dann auf dem Weg dahin Trunks auf 6 Sterne gezogen, 6 Sterne rot, irgendwie sowas. Und jetzt auf 7 Sterne rot ist doch geil, ey. Hat mich sehr gefreut. Weil V-Jump war cool, um Goku zu sehen, richtig. Annehmen, auf jeden Fall. Oh. Ah, da kommt der Vater hinterher. Na, viel Glück mit Trunks, Dankeschön, Shion. Alle sagen ja jetzt Lens Feste gleich Superhero. Spätestens, das muss spätestens der Fall sein, ey. Spätestens auf jeden Fall. Meiner Meinung nach ist es zu spät, als für uns sogar. Ende August ist Release und dann kommt es erst Ende des Jahres. Und dann hören wir mir auf mit sowas. Klar, man weiß nicht, was Background abgeht, so mit den Lizenzen etc., aber ich weiß nicht, das ist, wir haben nicht 1980 oder so, dass du eine Brieftaube schicken musst, dass da irgendwas ankommt, damit ich mal eine Nachricht bekomme. Machst einen Klick und dann bist du eigentlich schon in Communication. Hört sich vielleicht ein bisschen harsch an, ein bisschen schwierig und vor allem für diejenigen, die in der Branche arbeiten. Ich will da niemandem zu nahe treten, aber für mich als jemand, der das Spiel spielt, bin ich halt langsam, werde ich langsam ungeduldig. Ich sag's euch, wie es ist. Weil das ist ja nicht so, als hätte man den Film einfach innerhalb einer Woche rausgehauen, sondern der Film war in Planung 2, 3, 4 Jahre oder so. Und da muss man einfach besser kommunizieren mit allen Unternehmen und so und so fort, damit man das einfach auch marketingtechnisch an den Mann legen kann. Allein Promotion vom Film ist reine Katastrophe, Leute. Vergleich mal die Promo vom DBS Super Broly-Film zum Superhero-Film. Leute, ich bin mir ziemlich sicher, wie soll ich sagen? Übertrieben gesagt, 20% der Dragon Ball-Fans weiß, dass es einen Film gibt. 80% weiß nicht mal, dass es einen neuen Film gibt. In der Hinsicht ist das so gut. Deswegen ja. Letzte Sache, Tom, was ihr habt. Also bei Lens freue ich mich schon wieder auf die neuere Spanner. Lens Festival wird cool, auf jeden Fall. Will unbedingt Broly LF haben, aber man kann ihn nicht ziehen. Er ist mein Lieblingschar. Aktuell kann man ihn nicht ziehen, ja, das stimmt. Jetzt kommt der neue Trunks. Würde ich feiern, neuen Trunks. Das Ding ist halt, Gamma 1 und 2 sind ja schon da. Hör auf, Devo, bitte. Sag mir nicht, dass es dir ausreicht. Das ist es für dich ausreichend? Lass es einfach bitte. Das ist Gamma 1 und 2 aus dem Trailer. Was will ich damit? Die kriegen das Ding, Gamma 1 und 2 aus dem Trailer zu bringen, aber dann die Chance aus dem Film nicht, wenn der Film schon längst draußen ist, oder was? Nee, ich habe für sowas überhaupt kein Verständnis. Plus, Gamma 1 und 2 sind sogar noch mit ihrem unofficial Artwork drin. Oder haben die Artworks geupdatet? Die kamen ja raus mit ihren unofficial Artworks, damit die nichts aus dem Film zeigen dürften. Oder weil sie aus dem Film nichts zeigen dürften, so background-technisch. Das heißt, in Zukunft wird die Artwork noch geändert. Es sei denn, es wurde schon geändert, weiß gar nicht. In Dokkan gibt es auch den Free-to-Play-Gohan. Was ist das? Genauso Rotz. Wow, soll ich mich jetzt zufrieden geben mit einem Gamma 1 und 2 und einem Free-to-Play-Gohan oder was? Ein halbes Jahr noch, bis dann die Hauptcharaktere kommen. So läuft das nicht, Freunde. So läuft das nicht. Wie gesagt, ich habe für sowas kein Verständnis. So! Ich habe schon Verständnis für viele Sachen. So ist es nicht, aber ihr merkt schon, mein Geduldsfaden ist geplatzt. Bei dem Thema mit den Filmcharakteren. Also, weil unterm Strich ist einfach Bad Marketing, schlechte Kommunikation, was auch immer. Nennt es, wie ihr es wollt. Ob jetzt Toei da mit den Lizenzen ein bisschen rumgeiert oder sagt, nein, ihr dürft nicht nur Jack. Weil das Ding ist ja nicht so, als würde es nicht gehen. Wisst ihr, was ich meine? Warum? Was war ich damit? Weil Super Dragon Ball Heroes, japanisches Arcade-Game, die haben die Charaktere schon. Die haben schon die neuen Chars. Die haben die neuen Modelle. Im September bekommen die jetzt nochmal neue Karten, neue Charaktere für das Spiel, neue Karten und so fort. Versteht ihr, was ich meine? Also es geht ja. Aber die fokussieren sich da nur auf eine Sache, so. Keine Ahnung. Wobei Dokkan und Lens haben wir gesehen, die machen 45% Umsatz. Leute, 45% vom gesamten Umsatz. Was ist das? Wie kannst du das einfach links liegen lassen? So, verstehe ich nicht. Haben wir ein Ticket? Haben wir schon, können wir schon ein Ticket raushauen? Das wäre gar nicht zufriedenstellend. Doch, nur der Chunk habe ich noch. Ah, okay, wie viel habe ich hier? 5 tatsächlich. Lass mal kurz dann ein Ticket holen. Und das dann hier raushauen.
In der Hoffnung, dass sie vielleicht Trunks ziehen. Trunks, der kleine Segel. Hat. Was hat der für Rates hier? 5%, okay. Believe it. Zum Dragon Ball Super Manga sage ich nichts, weil ich niemanden spoilern will. Respektiert das. Weil sehr viele den Manga nicht lesen und auf den Anime-Comeback feiern. Warten. Ich glaube, bei Dokken Lens ist das auch leicht schwieriger, die nach dem Toy-Hack gewogen. Was? Was? Die nach dem Toy gehackt wurde, Super Heroes reinzukriegen, weil die ja so gesehen ihre festen Celebrations im Jahr haben, etc. und für eine richtige Celebration für die Jungs machen wollen. Ich weiß nicht. Ich will über sowas, keine Ahnung. Was soll ich euch sagen? Ich warte nur noch, bis ich aufstehe und sehe, jawohl, die Filmcharts kommen. Ich habe gar keine Lust mittlerweile über sowas zu diskutieren. Ah, wegen Hack, wegen das. Ja, die Comics sind nicht mal gescheit. Von Lance fand ich es richtig cool, dass sie zumindest mal gesagt haben, ey, so und so. Dies und jenes. Also so sieht's aus mit den Filmcharts. Sie sind noch in Bearbeitung. Es dauert noch, aber. Ja, okay, wissen wir, es dauert noch, aber sie kommen. Alles gut. Aber ja. Ich glaube, die sind diesmal vorsichtig mit der Promo gewesen, weil die viel Hate bekommen haben, weil sie Gohita gespoilt haben. Nee, glaube ich nicht, weil in der Minute, als der Film draußen war, direkt alles links und rechts gespoilert, sogar mit den Trailern. Also, das ist eine faule Ausrede, falls sie es so denken. Man kann auch eine Promo gescheit machen, ohne was zu spoilern, so ist es nicht, aber wir haben ja, also Promo, meiner Meinung nach herrscht keine Promo, gar nichts. Viele Menschen wissen gar nicht, dass es den Film gibt. Wir haben jetzt for real ein bisschen was farmen können. Und genau, wir haben jetzt noch den 15.000 CC und dann gratis. Auf dem Ticket kommen wir leider nicht mehr. Danach müsste ich glaube, der nächste Step danach ist 500 CC, oder? Ja. Das, ob ich das jetzt noch hinbekomme? Oh Mann. Schon wieder. Letzte Multi ohne Spickeln. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be alright. Look! Warum schrei ich eigentlich? Keiner weiß. Zuckt er mich? Einfach schreien. Ich dachte, es ist der Super Vegeta.